Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Info-Video. Der Launch-Trailer zu Season 2 von Apex Legends ist endlich online. Leider schon ein paar Stunden früher bei Facebook und Co. Irgendwie heimlich rausgehauen, obwohl die Premiere 19 Uhr erst sein sollte. Ich war gerade beim Livestream, deswegen konnte ich das Video noch nicht früher machen. Der Trailer ist der absolute Hammer, geht nur 2 Minuten. Ich zeige euch den Trailer jetzt und dann mache ich eine kleine, kurze, knappe Trailer-Analyse. Viel Spaß bei dem Video. Nach dem Intro geht's los. Where's my money, bitch? So, willkommen zurück zur Trailer-Analyse. Ich mache überall mal ganz kurz Stopp, wo ich der Meinung bin, dass ich was richtig Geiles gesehen habe. Es sind einige coole Sachen dabei. Legen wir direkt mal los. Facecam habe ich ausgeschaltet. So, hier ist eigentlich schon die erste Szene, die ich gleich kommentieren kann. Zieht es euch mal ganz kurz rein. Wer hat das Video von heute Mittag, habe ich über Krypto informiert, über den Laptop, der auf der Map zu finden war. Und hier sehen wir schon Krypto. Krypto ist quasi die nächste Legende, die nach Watson ins Spiel finden wird. Und er ist hier gerade dabei, den Repulsor Tower zu hacken. Wie man hier ganz deutlich sieht. Zu früh gedrückt. Ja, also hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Also, wie gesagt, es wäre schön, wenn ihr das Video, wenn ihr das von heute Nachmittag noch nicht gesehen habt, wo ich über Krypto rede und den Laptop in-game zeige, zieht euch das Video unbedingt nochmal rein. Es bestätigt auf jeden Fall das, was ich erzählt habe und zeigt hier nochmal den besagten Laptop. Und hier die ersten Schüsse mit der Elster. Sieht das nicht absolut Hammer aus? Ja, das sind diese kleinen Plasma-Patronen. Und hier, darüber habe ich nämlich auch schon gesprochen, dass die Elster scheinbar nicht nachgeladen werden muss, aber sie kann überhitzen, wenn man zu lange schießt. Und genau das sieht man jetzt hier. Quasi muss man jetzt die Linse wechseln, damit man wieder weiter rotzen kann. Absolut geil gemacht. Vor allem finde ich den Comic-Style sehr, sehr gelungen.
Spritze rein, Feuer frei. Also wenn man so... Und hier haben wir das erste Mal Watson. Hier sieht man den Ulti von Watson, quasi diesen kleinen Sender, sage ich jetzt mal, der die Schilde der Teammates heilen kann und sämtliche Granaten abfängt. Richtig geile Aktion. Bam, in your face. Da ist Watson das erste Mal zu sehen. Bam. Und hier sieht man es jetzt meiner Meinung nach relativ deutlich, dass es kein bekannter Charakter ist, den man bis jetzt kennt. Das kann nur Krypto sein. Verwette ich meinen Arsch drauf. Haut gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Hier sieht man noch ganz deutlich den Repulsor Tower. Und zack. Und wie ich das schon gesagt habe, sobald der Repulsor Tower richtig zerstört ist, kommen die ersten Kreaturen. Und genauso passiert es auch, wie ich es schon mal gesagt habe, dass der Repulsor Tower komplett zerstört wird. Absolut geil. Komme ich nicht drüber klar. Ist das geil. Jawohl. Haben wir kurz wiederbelebt. So, und jetzt kommen die ganzen Kreaturen und ich gehe auch davon aus, sobald Season 2 richtig startet und der Repulsor Tower kaputt ist, werden es bestimmt auch deutlich mehr Drachen im Spiel geben. Ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht einen sogar angreifen oder irgendwas anderes machen. Ich glaube nicht, dass es bei den wenigen Drachen, wie ich in meinem Video gezeigt habe, bleiben wird. So, und jetzt kommen die Leviathane, die sich ja schon seit einigen Tagen der Map nähern. Gleich, da sind sie. Hier haben wir nämlich diesen kleinen Bereich. Leider kann ich jetzt nicht genau sagen, welcher Bereich das war. Aber der wird, nachdem hier die Leviathane durchgelaufen sind, soll der Bereich hier überflutet werden. Ja, so viel kann ich euch auf jeden Fall sagen. Es ist eine absolut geile Szene. Und diese Szene, die hat man schon bei der E3 gesehen. Das wurde auch gezeigt, wo man gerätselt hat, was zur Hölle ist das? A, einmal Drachen, einmal so ein Leviathan in verdammt nah, was ich total geil finde. Und für die, die das nicht wissen, die Leviathane scheinen sich dann erstmal im Sumpf irgendwo breit zu machen und da stehen zu bleiben. Genaueres werden wir dann am Dienstag nächste Woche feststellen. Absolut Hammer, absolut. Hier steht es nochmal, 2. Juli. Ich denke mal, um 19 Uhr wird es losgehen. Ja, willkommen zurück. Das soll es mit der Trailer-Analyse eigentlich schon gewesen sein. Ich will es nicht unnötig in die Länge ziehen. Ihr habt selbst gesehen, was passiert. Der Trailer, muss ich sagen, der hat mich völlig von den Socken gehauen. Ich hätte vielleicht eine Live-Reaktion machen sollen, weil ich stand echt mit aufgeklapptem Mund da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ganz, ganz oft hier völlig mit dem Daumen nach oben Button eskaliert. Haut gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Trailer haltet, was ihr euch von Season 2 erhofft. Und für alle, die es interessiert, wann ich das nächste Mal streame, ich weiß, dass einige gerade bei meinem Abo-Stream dabei waren für mein 500-Spezial. Morgen ist der nächste Livestream und haut bitte ordentlich Abos raus, wenn ihr neu seid. Bei mir gibt es regelmäßig Infovideos, Livestreams, Kill-Combinations und so weiter. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Donnerstag oder ein schönes Wochenende nachträglich, wenn ihr das Video seht. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.